wir hatten die Session E-Books kaufen, aber anders. Da ging es in erster Linie um Vertriebsmodelle für E-Books, die über den Verkauf hinausgehen oder dran vorbeigehen. Also insbesondere Flatrate-Nutzung von E-Books, auch E-Book-Ausleihe und E-Book-Miete. Und wir haben uns das angesehen, wie das, was es da schon für Angebote gibt im Endkundenbereich und auch im Bibliotheksbereich. Die Diskussion, die drehte sich dann ziemlich um das Flatrate-Angebot von Scooby und darum, ob das jetzt die Verkäufe des Verlages ersetzt oder nicht. Und ich finde es schön, dass sich zum Schluss so ein bisschen die Meinung auch Raum gewonnen hat, dass es nicht unbedingt Substitution ist, sondern dass es vielmehr eine Vorstufe vor dem Verkauf ist, weil viele Scooby-Leser tatsächlich weiterhin E-Books und auch Bücher kaufen, aber eben vorher mal bei Scooby reinblättern.